ersten 10 Höhenmeter sind schon gemacht. Und ich muss schon die Jacke ausziehen, weil es schon zu warm wird. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, Wetter ist perfekt. 17, 18 Grad. Vielleicht ein bisschen weniger. Aber haben wir auch erst 9:30. Und es wird ein Tag, der richtig Spaß machen wird. Also ganz genau, wo wir sind, weiß ich jetzt nicht. Ich denke irgendwo ein paar Kilometer vor Bayrischzell und hinter uns nochmal ein wunderschönes Panorama mit dem letzten Schnee, der irgendwann auch weg sein wird. Und wenn der Schnee da oben weg ist, also sind wir da oben mit dem Radlau unterwegs, garantiert. Und Prost! Kaltes, klares Wasser. Es waren heute nicht so wirklich viele Höhenmeter, es waren so um die 1000 und so insgesamt knapp 50 Kilometer. Also keine Riesengeschichte. Ach gut, damit, perfekt, schau mal kurz her. Schweinsbraten. Wunderbar. Guten Appetit. Dankeschön. Bitteschön. Schweinsbraten schaut gut aus. Dankeschön, schaut gut aus. Ja, also man muss schon die Süße. Wir sind jetzt schon hinter Bayrischzell und hinter zwei Schweinsbraten. Und da wir uns vorgenommen haben, noch jeder ein bisschen Kuchen zu essen, haben wir noch ein paar Höhenmeter dazugelegt, damit die Sache sich auch ein bisschen wieder egalisiert und wir nicht zu angefressen oder zu dick nach Hause kommen. Und werden mit den schönen Bildern hinter uns noch belohnt, das ist doch was. Wir haben uns mal jeder für 2 Stück Torte entschieden und es gibt da ein Café in der Nähe von Fischbach auch, wo es die größten Stücke gibt, wohl auch die besten Stücke, wie man sagt. Da haben wir ein bisschen zugeschlagen und wir werden jetzt mal sehen, ob wir das noch alles in uns reinpacken, aber ich habe da eine gute Hoffnung, dass wir es hinkriegen. Ja.